Qualität, Tradition, Leidenschaft. Und sie passt zu uns? Ja, vor allen Dingen die Leidenschaft. Jawohl, und zu euch passt ja auch die Leidenschaft. Ja klar, Leidenschaft zum Wohnmobil. Und Concorde ist schon eine Hausnummer, ja? Ja. Warum nicht einfach Concorde fahren? Oh, das werdet ihr jetzt nachher vielleicht sehen. Ja. Kostet was. Ja, eben. Nicht jedermanns Geldbeutel. Nein. Und vor allen Dingen auch nicht jedermanns Größe, denn mit 3,60 Meter sind die Wohnmobile schon ganz schön groß. Aber was ein Concorde zu bieten hat und viele andere Informationen rund ums Wohnmobil, bekommt ihr jetzt von uns zu hören, wenn ihr mit reingeht. Also. Ja, und Träume, die darf man haben. Jawohl. Mhm. So, jetzt sitzen wir hier in Aschbach bei Schlüsselfeld bei der Firma Concorde und mir gegenüber sitzt die Frau Sabine Baumgartner, die Vertriebsleiterin von der Firma Concorde. Wir haben einige Fragen an Concorde, denn wir sind auch interessiert an der Firma Concorde und an den Wohnmobilen. Wir wollen euch auch ein Wohnmobil vorstellen, aber vorher müssen wir mal ein paar Fragen klären und da hat sich die Frau Baumgartner bereit erklärt, dies zu tun. Vielen Dank schon mal vorab dafür. Mache ich sehr gerne. Gut. Also, wir steigen gleich ein in Media Res. Allgemeine WOMO-Fragen hätten wir da ein paar. Ihr wisst ja alle, wie die politischen Verhältnisse sich verändern. Alle Parteien werden immer dieselverschreckter. Wie sieht es eigentlich ein Hersteller von Wohnmobilen, von Freizeitfahrzeugen, die einen hohen Dieselverbrauch brauchen? Wie gehen Sie mit der Zukunft um, wenn es kein Diesel mehr gibt, wenn Diesel eingeschränkter wird, wenn Diesel teurer wird? Gibt es alternative Energien, um so ein Fahrzeug zu betreiben? Also wir sind natürlich davon abhängig, was unsere Chassishersteller liefern. Wir bauen ja nicht das Grundgerüst der Fahrzeuge, sondern machen nur den Aufbau, den Umbau. Wir verarbeiten Fahrzeuge von Iveco, den Iveco Daily und den Iveco Eurocargo, sind also Leicht-LKWs, beziehungsweise der Eurocargo natürlich auch ein schwerer LKW. Außerdem haben wir noch Mercedes, Atego und Actros im Angebot, sind auch beides LKWs. In diesem Bereich gibt es im Moment noch keine vernünftigen Alternativen für Reisemobile. Muss man ganz klar so sagen. Natürlich sind die Hersteller mit Hochdruck dran, da Dinge zu entwickeln. Denn ich sag mal, unser Iveco Daily, unser Hauptchassis, was wir brauchen im 7,5-Tonnen-Bereich, ist natürlich auch ein Basisfahrzeug für alle Handwerker dieser Welt. Die ganzen kleineren Firmen haben ja auch diese Lieferwagen und benötigen die und brauchen dann natürlich Alternativen. Deswegen sind wir da sehr zuversichtlich, dass Iveco und Mercedes da was entwickeln wird. Und sobald es da ist, gibt es es natürlich von uns auch als Reisemobil. Mehr kann ich Ihnen im Moment noch nicht dazu sagen. Ja, wir schauen gespannt in die Zukunft und sind natürlich am Ball. Also Elektromobilität kommt ja wahrscheinlich eher mal nicht in Frage. Denn wer sich mit dem ganzen Thema beschäftigt hat, eine Reichweite von einem LKW von 100 oder 200 oder 300 Kilometer ist zu wenig. Und die Tesla-Batterien in ein Reisemobil einzubauen, das würde das Gewicht wahrscheinlich nochmals massiv erhöhen, wo Reisemobile ohnehin schon ein bisschen Schwierigkeiten haben, gewichtsmäßig. Also das Thema ist offen und mal sehen, wie sich das in Zukunft weiterentwickelt. Die Reisemobile werden trotzdem gerne gekauft. So und ist das. Sie haben keine Absatzprobleme. 400 Fahrzeuge im Jahr werden hier ungefähr bei Concorde produziert. Und das ist ganz klar, es gibt immer ein Klientel auch für diese großen Fahrzeuge. So ist es, ja. Jetzt gibt es verschiedene Toilettensysteme. Es gibt die Kassettentoilette, wie sie ja die meisten kennen natürlich. Ja. Von Porta Potty möchte ich jetzt mal gar nicht sprechen. Es gibt eine Trenntoilette, die auch immer öfters ins Gespräch kommt. Und es gibt natürlich auch den Fäkalientank, der hier wahrscheinlich auch am meisten verwendet wird. Wo würden Sie sagen, dass der größte Vorteil ist zwischen Fäkalientank, Kassettentoilette und Trenntoilette? Also ich kann Ihnen zum Thema Trenntoilette gar nichts sagen, weil wir das nicht verbauen und ich persönlich damit auch noch keine Erfahrung gemacht habe. Kassettentoilette und Fäkalientank-Festtoilette kann ich Ihnen viel zu sagen. Das sind unsere Systeme, die wir verbauen.
Allerdings inzwischen, ich würde sagen, zu 90-95% Fäkalientank, weil unsere Kunden einfach gerne autark sein wollen mit einer Festtoilette, wo sie einen 190 bis 250 Liter Fäkalientank haben, sind sie eben einfach länger flexibel, müssen nicht zur Entleerung. Und das ist natürlich für die meisten unserer Kunden sehr angenehm, dass sie nicht jeden Tag die Kassette ausleeren müssen. Richtig. Der benötigt natürlich auch eine gewisse Größe des Fahrzeugs, also auch eine Selbstverständlich, gewisse Höhe, ja. Ist deswegen auch Voraussetzung. Also umso niedriger das Fahrzeug, umso weniger besteht die Möglichkeit, noch einen zusätzlichen 200 Liter Tank einzubauen. Beim Fäkalientank ist ja ein Häcksler dabei. Und ich habe in Erfahrung bringen müssen, dass bei dem Häcksler etwas problematisch ist, wenn man Toilettenpapier verwendet. Ist nicht ganz richtig. Also zum Teil schon, Sie sollten einfach Toilettenpapier sparsam benutzen. Sie sollten gucken, dass es ein leicht lösliches Toilettenpapier ist und Sie dürfen kein feuchtes Toilettenpapier benutzen. Ansonsten ist das Toilettenpapier unproblematisch. Es wird mit verhäckselt. Wie gesagt, es darf einfach nicht in großen Mengen in die Toilette geworfen werden. Der Vorteil unserer Meinung nach von einem Fäkalientank, abgesehen von der Autarkie, ist einfach auch, dass Sie keine Chemie brauchen, weil der Häcksler häckselt es klein. Sie können überall dort entsorgen, wo es eine Bodenentsorgung für Grauwasser auch gibt, weil es gibt ja nur ein Kanalsystem. Ja. Das ist unabhängig, ob das jetzt Fäkalien oder Abwasser ist. Nur eine Chemietoilette müssen Sie halt separat entsorgen, weil die Chemikalien halt nicht in den normalen Kanal gelangen sollen. Ja, die Chemikalien, die machen Probleme dann im Klärwerk. Ja. Weil sie einfach den natürlichen Abbauprozess blockieren oder weil es eben nicht kompensiert werden kann oder nur schwierig kompensiert werden kann. Dann haben wir noch eine Frage, und zwar das Filtersystem, was Sie verwenden ja auch Gastanks, was so ja auch das? Sehr sinnvoll ist, denn mit Gasflaschen bei so einem großen Fahrzeug, das ist ja nicht mehr zeitgemäß. Man hat ja die Möglichkeit, hier einen Gastank zu verbauen. Mit einem Gastank ist man autark, aber man tankt das LPG-Gas, was ja teilweise versetzt ist, auch mit Schmierstoffen. Wie groß ist die Gefahr für die Geräte, die man verwendet, gerade vor allen Dingen Kühlschrank, Heizung etc.? Also wir verbauen mit unseren Gastanks zwei Filtersysteme. Zum einen bekommen Sie einen Betankungsfilter. Das ist ein Sinter-Keramikfilter, der also die groben Schmutzpartikel, die drin sein können, schon mal rausfiltert. Und im Tank selber ist noch ein Inline-Filter verbaut, der mit den Patronen der Firma Truma arbeitet, so dass Sie da also relativ sicher sind. Wir empfehlen unseren Kunden, wenn Sie auf sicher gehen wollen, dass Sie einfach sich eine Gastankstelle suchen mit einem hohen Propananteil. Dann ist man auf der sicheren Seite. Ja, das funktioniert leider in der Praxis nicht immer. Funktioniert nicht immer. Wir wissen das. Die Systeme funktionieren auch, wenn Sie da dann Propan-Butan-Gemisch haben. Mhm. Aber natürlich, je reiner das Gas ist, wenn ich das jetzt mal so laienhaft ausdrücken darf, desto besser ist es natürlich für die Funktionsfähigkeit von Heizung und Kühlschrank. Das ist ganz klar. Wie oft muss das Filtersystem getauscht werden? Der Keramikfilter zum Beispiel? Da erwischen Sie mich jetzt auf dem falschen Fuß, müsste ich in der Werkstatt nachfragen. Ja, okay. Also ich würde mal grob sagen, wahrscheinlich jährlich. Mhm. Kommt vielleicht auch darauf an, wie viel Sie tanken. Tut mir leid, das weiß ich nicht auswendig. Kein Problem. Jetzt haben wir uns ja schon sehr viel mit Fahrzeugen beschäftigt, also auch mit der Ausstattung von den Fahrzeugen und wie man das zusammenstellt. Und was wir immer wieder festgestellt haben, auch bei unserem Fahrzeug, was wir aktuell fahren, wenn man beim Neuwagenkauf Zubehör, was im Zubehörkatalog angeboten wird, mitbestellt und wenn man diese Preise dann den Aufpreis vergleicht mit einem Ausstatter, wie es ja mehrere in Deutschland gibt, dann sind diese Preise zum Beispiel für Solaranlage, für Lithiumbatterien etc. deutlich höher als die Preise bei diesem Zusatzausbauer. Können Sie uns das Phänomen erklären, woran das liegt? Also das ist ein bisschen komplizierter, kann man glaube ich nicht so ganz leicht erklären. Normalerweise muss es eigentlich so sein, wenn Sie nachträglich was einbauen, ist es eigentlich aufwendiger, als wenn Sie es direkt vom Werk aus mit einbauen. Es ist natürlich so, dass es Firmen gibt, die sich vielleicht darauf spezialisiert haben und sagen, wir bauen jetzt nur Solaranlagen ein in großen Mengen. Dann haben die natürlich unter Umständen andere Einkaufskonditionen als wir, die wir 400 Fahrzeuge im Jahr bauen, also theoretisch 400 Mal eine Solaranlage bräuchten. Ne, wenn jemand aber sagt, ich baue jedes Jahr 1000 oder 2000 Solaranlagen ein, dann kann er die zu anderen Preisen einkaufen. Hat vielleicht auch sein Geschäftsmodell so gestrickt, dass er eben in diese Nachrüstung entsprechend damit seinen Umsatz macht. Und vielleicht auch ein bisschen routinierter ist im Einbau.
Also wir sind ganz sicherlich nicht unroutiniert im Einbau. Es ist so, dass wir manche Sachen vielleicht ein bisschen aufwendiger und sorgfältiger machen. Also es gibt ein gutes Beispiel, das sind die Hubstützen. Wenn Sie bei uns ein paar hydraulische Hubstützen kaufen, sind die zugegeben relativ teuer, knapp 10.000 Euro. Oh. Sie kriegen bei uns aber den hydraulischen Kasten für die Bedienung der Hubstützen, der wird in eine GFK-Kasten unter Flur eingebaut mit einem Deckel zum ersten Boden. Also der ist schön verstaut und entsprechend sind die Hubstützen dann angelegt. Wenn Sie das nachträglich einbauen, werden Sie die Hydraulikanlage, diesen Pumpenkasten, immer irgendwo in einem Staukasten finden. Das heißt, es geht Ihnen ein Stück von Ihrem Stauraum verloren, plus, dass man eigentlich nicht gerne so eine Geschichte hat, wo ja auch mal Öl auslaufen kann in seinem Staukasten. Dann ist es ja besser, dass es unter Flur verbaut. Also das ist so ein Beispiel. Also man kann dann sagen, im Großen und Ganzen, dass das einmal am Einkaufspreis liegt, dass es teurer ist und dass es auch daran liegt, dass das unter Umständen integrierter verbaut ist. So wie jetzt mit würde ich jetzt einfach mal so sagen. Also bei uns, wenn Sie jetzt hier ein Fahrzeug aus der Ausstellung sich aussuchen würden, würden sagen, ich möchte es gern kaufen, mir fehlt noch was an Zubehör. Ich gehe dann zu uns in die Werkstatt und sage, was kostet das Nachrüsten? Ist es immer teurer als das, was wir ab Werk eingebaut haben? Mhm. Also ich glaube auch, dass es bei den meisten unserer Händler so ist, wie andere Firmen, die keine Concorde-Händler sind oder in anderen Bereichen das handhaben, kann ich Ihnen nicht genau sagen. Also ich habe die Erfahrung gemacht bei unserem Hümer, dass da etliche Sachen, die nachträglich eingebaut wurden, wesentlich günstiger eingebaut wurden, als wenn ich die von Werk aus mitbestellt hätte. Und teilweise ist sogar unser Hümer-Händler hergegangen und hat mir die Dinge nachträglich dann, also nach der Werksauslieferung, noch günstiger eingebaut. Dann kann es aber auch ein Konzept des Herstellers sein, dass er sagt, ich möchte meinen Händler auch die Möglichkeit geben, da ein Zusatzgeschäft zu generieren. Also ist die Frage bleibt mehr oder weniger ungeklärt. Ja, gibt also, denke ich. Ist individuell. Ist individuell. Pro Hersteller. Ja. Dann die Luftfederung, da habe ich eine Frage dazu, denn das ist etwas, was ich zum Beispiel jetzt, wenn wir ein neues Fahrzeug uns mal irgendwann kaufen, auf jeden Fall Wert drauf lege. Man fährt ja dann bei einer Luftfederung durch Unebenheiten der Straße, wie bei einem Bus, also man schaukelt da schön und rumpelt nicht mehr. Ja. Ist das auch ein Vorteil für die Stoßdämpfer oder entlastet es dann auch die Karosserie, die Stoßdämpfer? Es entlastet natürlich die komplette Karosserie, weil der Wagen, wenn er weich gefedert ist, natürlich nicht solche Schläge hinnehmen muss, ne? Wie wenn sie ein normales gefedertes Fahrzeug fahren. Ich würde eine Luftfederung empfehlen, Minimum an der Hinterachse, damit Sie einfach auch die Möglichkeit haben, die Hinterachse hochzuliften, wenn Sie mal durch eine Senke durchfahren, auf eine Fähre auffahren. Ein vollluftgefedertes Fahrzeug hat natürlich einfach den Vorteil, das haben Sie eben selber schön erklärt, dass Sie einfach wie im Bus sehr schön angenehm fahren. Dann bieten Sie ja hauptsächlich Absorberkühlschränke an. Oder auch Kompressorkühlschränke? Wir haben seit der letzten Saison auch Kompressorkühlschränke, weil die Firma Dometic, gegen Aufpreis, genau, weil die Firma Dometic jetzt eben Kompressorkühlschränke auch endlich anbietet, in der Größe, dass sie eben in unseren Kühlschrank-Einbauplatz dann hineinpassen. Kann der Kunde selber wählen, ob er einen Absorber will mit Gasbackofen oder mit Mikrowelle oder Kompressorkühlschrank, den es dann aber nur mit Mikrowelle gibt, weil da eben der Gasanschluss fehlt. Das ist ja immer eine Kombination. Das heißt, der Kompressor hat keinen Gasanschluss. Der läuft auf 12 Volt oder auf 230 Volt? Der läuft immer auf 12 Volt. Und wenn Sie halt an 230 Volt angeschlossen sind, also wenn Sie Ihren Landstrom haben, werden ja die Batterien entsprechend gespeist. Also der Kühlschrank läuft immer über 12 Volt. Diese Umschaltung wie beim Gaskühlschrank gibt es nicht. Ah, okay. Und der Kompressorkühlschrank kühlt zuverlässiger oder... Der Kompressorkühlschrank kühlt zuverlässiger. Ich sag mal, gerade wenn Sie jetzt extremes Wetter haben, wie wir es im Moment in Südeuropa haben, über 40 Grad, kann ein Gaskühlschrank an seine Grenzen kommen. Da ist der Kompressorkühlschrank die bessere Wahl. Der Kompressorkühlschrank hat aber auch einen Nachteil, muss man auch immer dazu sagen. Er macht etwas mehr Geräusche als ein Gaskühlschrank. Also der Absorber läuft komplett geräuschlos. Ein Kompressorkühlschrank springt immer mal an und brummt ein bisschen, wie Sie das von zu Hause von Ihrem Kühlschrank auch kennen. Nur steht er bei Ihnen in der Küche und Sie schlafen nicht in der Küche, deswegen stört Sie zu Hause nicht. Wenn also jemand geräuschempfindlich ist, sollte man sich überlegen, muss man das einfach mal
mit ins Kalkül einbeziehen. Also vorher ausprobieren, bevor er eingebaut ist. Ja, oder einfach mal, ne, man kann ihn ja anmachen und dann hören Sie sich das einfach mal an und sagen, kann ich damit leben oder nicht. Wie viel Strom verbraucht so ein Kompressorkühlschrank? Da kann ich Ihnen jetzt keine genauen Werte sagen. Die laufen alle sehr stromsparend, wie alle neuen Geräte, die ja extra so auch ausgelegt sind. Aber ich habe keine Werte, die ich Ihnen jetzt nennen kann. Okay. Müsste ich nachgucken. Welche Motorstärke empfehlen Sie bei Ihren Fahrzeugen? Die Fahrzeuge haben ja zwischen 5,5 Tonnen und 7,5 Tonnen in der Regel. Also außer genau. Dann die ganz schweren mit 12 Tonnen. Ja, das sind ja dann auf MAN-Basis wahrscheinlich. Aber diese Iveco-Fahrzeuge, was für eine Stärke? 210 PS? Also wir empfehlen den großen Motor 210 PS, den Sie auch zwangsweise benötigen, wenn Sie das Automatikgetriebe wollen, weil den kleineren Motor bietet Iveco nicht mit dem Wandlergetriebe an. Mhm. Wir bestellen alle Chassis automatisch mit dem großen Motor, 210 PS und Wandlerautomatik. Also wenn da jemand was Abweichendes möchte, geht es natürlich, aber haben wir ein bisschen längere Vorlaufzeiten. Ja, ist klar. Und ist dann auch wahrscheinlich etwas aufwendiger, weil sie das ja nicht ins ganz normale Standardprogramm reinpasst. Was für ein Treibstoffverbrauch hat dann dieses Fahrzeug bei 5,5 Tonnen oder bei 7,5 Tonnen? Also es hängt immer ein bisschen von Ihrem Gasfuß ab, wie sehr Sie auf die Tube drücken. Sie müssen rechnen zwischen 15 und 18 Litern, sage ich mal ganz grob. Und es ist dann gleich bei 7,5 Tonnen und bei 5,5 Tonnen? Oder ist der 5,5 Tonner braucht schon etwas weniger, weil er ja weniger Gewicht bringt. Aber das wird vielleicht einen halben Liter ausmachen. Macht die Welt nicht viel aus. Nee. Aha, okay. Welche Besonderheiten hat ein Aufbau, wie ihn jetzt Concorde oder diese ganzen großen Händler betreiben? Ich denke ja, ich gehe mal davon aus, dass der Unterschied zwischen Phoenix, Morello, Concorde relativ marginal ist, also nicht besonders großartig. Oder gibt es erhebliche Unterschiede, wo Sie sagen, das hat Morello oder Phoenix im Gegensatz zu uns nicht oder nicht so gut? Es gibt natürlich immer Unterschiede im Detail. Das Wichtige ist ja, wenn Sie sich für ein Fahrzeug interessieren in dieser Klasse, Sie gehen in das Fahrzeug rein, schauen sich um und schauen Ihnen, ob Ihnen das Ambiente gefällt, ob Ihnen das Design gefällt. Das ist ja mal das Wichtigste überhaupt. Ja. Über Geschmack kann man auch nicht streiten. Das müssen Sie einfach dann wissen, gefällt mir das oder gefällt mir es nicht. Dann können wir natürlich über viele Kleinigkeiten reden. Wir sind jetzt bei Concorde, der Platzhirsch, uns gibt es seit 40 Jahren. Ich weiß, ja. Wir versuchen halt viele Sachen zu optimieren und sehr gründlich zu machen, die man auf den ersten Blick nicht sieht. Das fängt an, dass wir unsere Chassis selber umbauen und wir viel Wert darauf legen, dass der Motor wirklich seine volle Leistung bringt, dass der gut gekühlt wird. Wir haben, es ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, die Luftleitbleche um den Motor so gebaut, dass die Luft wirklich in den Motor reinkommt zum Kühlen. Also unsere Luftleitbleche bis zur Motorhaube nach vorne gehen. Damit springt dieser Ventilator, der sonst zugeschaltet wird, nicht so oft an. Das ist jetzt ein Beispiel von vielen Sachen, wo wir sagen, das ist uns einfach wichtig, dass die Qualität auch im Hintergrund wirklich stimmt. Da steckt halt 40 Jahre Erfahrung dahinter sozusagen. So ist es, genau. Ja. Und im Vergleich jetzt zu einem Knaus oder Hümer, ist das Ganze anders aufgebaut? Das ist jetzt relativ leicht zu erklären, wenn Sie jetzt hier vorne sich das Fahrerhaus anschauen. Ich sitze hier mit einem Abstand von einem Meter etwa zur Windschutzscheibe. Jetzt gehen Sie in einen Knaus oder Hümer oder ich sag mal, egal welcher Hersteller, der auf einem Fiat Ducato baut oder Mercedes Sprinter, dann haben Sie einen Abstand von bis zu 2 Meter oder länger zur Windschutzscheibe, weil die eben das Originalchassis umbauen mit dem Wohnmobil. Ja. Wir nehmen aber das Originalchassis und verändern erstmal die komplette Sitzposition. Wir heben die Sitze nach oben, zur Seite und ein Stück nach vorne. Und das geht eben nur durch diesen sehr aufwendigen Chassisumbau, den es eben nur in dieser Klasse der Fahrzeuge gibt. So, jetzt kommen noch ein paar Garantiefragen. Jawohl. Das Wichtigste beim Wohnmobil ist immer die Dichtigkeit. Das ist richtig, das ist sehr wichtig, uns auch wichtig. Sie haben bei uns eine Möglichkeit, die Dichtigkeitsgarantie auf 10 Jahre zu bekommen. Da ist Voraussetzung, dass Sie zu einer jährlichen Dichtigkeitsprüfung kommen. Ja, und dann haben Sie die 10 Jahre. Wird einfach gemessen, ja, ob alles dicht ist. Und dann bekommt man seine Bescheinigung und hat 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie. Wenn dann so irgendwas ist, dann wird das Ganze kostenlos nachgebessert. So ist es. Wenn das sein sollte. Ja. Neuwagengarantie.
haben Sie 2 Jahre. So ist es. Gibt es auch die Möglichkeit der Garantieverlängerung? Wie teuer wäre die? Gibt es bei uns nicht. Es gibt aber eine Garantieverlängerung fürs Chassis von Iveco. Das wird von Iveco seitig angeboten. Aber hat nichts mit dem Wohnwagenaufbau zu tun? Mit unserem Aufbau hat es nichts zu tun. Wir sind der Meinung, dass wir das nicht anbieten müssen, weil wir zu unserer Qualität stehen und sagen, da kann gar nicht so viel sein. Also wenn, es ist einfach so, ein Wohnmobil, und da spreche ich, glaube ich, für alle Hersteller, ist ein kompliziertes Konstrukt. Und es kann einfach, Sie fahren ein komplettes Haus durch die Gegend, da kann einfach immer mal was sein, was natürlich auch gemacht werden muss. Aber erfahrungsgemäß sind halt oft in den Anfangsmonaten vielleicht irgendwelche Mängel, die abzuarbeiten sind. Ja. Und dann gibt es aus unserer Sicht keinen Grund, das anzubieten. Aber das ist natürlich eine politische Entscheidung. Wir haben ja die Erfahrung auch gemacht mit unserem Hümer. Wir haben ja auch etliche Mängel gehabt. Wir haben auch 2 Videos zu unseren Neuwagenmängeln gedreht, die ja viel diskutiert waren. Ja. Aber wir müssen sagen, nach 2 Jahren waren unsere Mängel alle behoben. Ja. Die Kleinigkeiten, die danach noch gekommen sind, die wären keine 1.000 Euro oder was auch immer an Garantieverlängerung wert gewesen. So, dann haben wir noch die Frage, den elektronischen Rückspiegel, den sieht man jetzt schon bei so vielen Lastwagen auf der Straßenbahn, kommt er endlich bei Concorde. Auch da muss ich wieder an den Chassishersteller verweisen, das muss vom Hersteller kommen. Also wir haben das bei uns in der Baureihe Centurion auf dem Actros, da gibt es die sogenannten Mirror Cams. Das hat Mercedes für den Actros entwickelt und mein Kenntnisstand ist, dass Mercedes im Moment die einzige Unternehmen ist, was dafür die Freigabe bekommen hat. Das ist natürlich ein System, was ewig getestet werden muss. Die müssen beweisen, dass das wirklich niemals ausfallen kann, weil stellen Sie sich vor, so ein 40-Tonner auf der Autobahn hat plötzlich keine Spiegel mehr. Das wäre schon ziemlich fatal. Mhm. Wenn Iveco irgendwann soweit ist und das auch anbietet, werden wir es natürlich auch anbieten können. Mhm. Aber das muss erstmal vom Hersteller kommen. Wie lange ist im Moment der Lieferzeit bei Ihnen? Das ist auch unterschiedlich. Ich sage mal so zwischen 8 und 12 Monaten müssen Sie ungefähr rechnen. Mhm. Und dann habe ich auch eine Frage, auch wieder aus persönlichen Gründen, weil wir ja auch eine Alarmanlage verbaut haben. Welches Alarmsystem verwenden Sie für Wohnmobile? Wir haben die Alarmsysteme von der Firma Seatronic. Oder Titronic. Titronic, Entschuldigung. Aha. Titronic bieten wir an. Da wird dann die Eingangstür und die Garagentüren werden mit abgesichert. Wenn man zusätzliche Kontaktschalter haben will für Stauraumklappen oder für Fenster, kann man das erweitern. Mhm. Individuell. Ja, das ist die gleiche Alarmanlage, die wir haben, weil wir haben da öfter schon viele Alarmprobleme gehabt, weil die Titronic da diesbezüglich etwas anfällig ist. Mhm. Aber das ist ja ein anderes Thema. Das hat mich einfach interessiert, welches Alarmsystem Sie da verwenden. Und dann habe ich noch eine wichtige Frage. Wir haben ja bei unserem Hümer ein elektronisches Frontschutzrollo. Mhm. Und bei der Firma Hümer ist es so verbaut, dass wir während der Fahrt dieses Rollo nicht herunterlassen können, weil einfach laut Hümer die Gefahr besteht, dass wenn man das runterlässt, dass das dann ganz unten ist und man nichts mehr sieht. Also ich meine, für so einen Fall hätte man dann auch nur Bremspedal, ja. Aber es ist einfach so geregelt, dass wenn der Motor gestartet ist, dieses Rollo sich nicht mehr bewegen lässt, was manchmal sehr ärgerlich ist, denn die Sonne scheint oben rein im Fenster und mit 5 cm tiefer stellen, hätte man das alles sichtfrei. Diese Sonnenblenden, die eingebaut sind, die helfen uns nicht viel. Wie sieht es bei Concorde aus? Sie bieten ja auch dieses Sonnenschutz, dieses Rollo an, was man in der Nacht runterfahren lässt. Kann man das dann während der Fahrt ein bisschen runterlassen? Also unser Frontrollo kann man immer runterlassen. Das Einzige, was eingeschaltet sein muss, ist der Wechselrichter, weil dieses Rollo mit 230 Volt läuft. Mhm. Wir haben solche 2 manuelle Haken als Sicherung. Ja. Die können Sie einfach vorsetzen. Aha. Damit einfach das Rollo einen bestimmten Punkt nicht unterschreitet, weil ja da gibt es einfach Vorschriften der Behörden, dass eben so ein Rollo sich nicht natürlich ganz nach unten bewegen darf. Ganz nach unten bewegen darf. Aber wir haben das einfach durch diese Riegel, die Vorschrift erfüllt und insofern können Sie, was Sie mit den Riegeln machen, können wir Ihnen ja nicht vorschreiben. Wir können nur sagen, Sie sollten sie zumachen während der Fahrt. Noch eine ganz abschließende Frage, ganz spontan. Wir sind jetzt da hochgegangen, 6 Stufen nach oben.
was natürlich schon im Alltag auch ein bisschen mühsam ist gegenüber einem Knaus oder einem Hümer, der ja auch tiefer liegt. Muss es immer so hoch sein oder ginge das auch etwas niedriger? Das muss deshalb so hoch sein, weil wir ja den doppelten Boden brauchen, um die ganzen Tanks unterzubringen, um die Technik unterzubringen. Außerdem haben wir einen Wagen mit einem Heckantrieb, der ist einfach von Haus aus, hat einen höheren Rahmen als, genau, als jetzt der Frontantriebler, wenn Sie einen Fiat Ducato als Unterbau haben. Ist unsere Philosophie des Reisemobilbaus, die Treppen müssen Sie steigen. Ich sage immer meinen Kunden, das hält doch auch fit und hält Sie jung, damit Sie das schön lange genießen können. Jawohl, also das waren unsere Fragen. Gerne. Herzlichen Dank für die Beantwortung. Wir hoffen, das hat auch euch etwas gebracht und die eine oder andere Frage konnten wir damit erledigen. Wir schauen uns jetzt nochmal genau ein Fahrzeug an und ja, ich kann jedem nur raten, schaut es euch auf der Messe, auf dem Caravansalon in Düsseldorf an oder kommt hierher nach Aschbach. Da stehen einige Fahrzeuge, die man sich ohne Probleme anschauen kann. Wir freuen uns, wenn Sie uns besuchen. Ja. Vielen Dank für das Gespräch. Bedanke mich auch.